Oh, hi. Ich habe eine Matratze runtergeworfen. Die werden wir. Matratze. Müssen wir mitnehmen. So, mal schauen, wie lang diese Parts oder diese Parts werden. Wenn ich die jetzt alle schneide, dann wird natürlich auch ordentlich geschnitten. Ich mach die Tür frei. Warum? Nein, ich gehe nicht durch das Fenster. Verstanden. Nein. Oh, keine Glasscherben. So geht's auch. So geht's auch. Okay, den Secret-Weg oder den sowieso jeder geht? Wir machen den coolen Geheimen. Mittelweg. So, einmal das Ding. Mach Tür auf. Aufnehmen. Ich hab einen Feuerlöscher. Das müsste reichen und... Ja, hat gereicht. Ein Feuerlöscher. Oh nein, ich hab glaube ich einen Glassplitter. Ja, das hast du. Das muss schmerzhaft sein. Das sieht sehr, sehr schmerzhaft aus. Warte, ich lösche es dir. Ich lösche dir den Schmerz. Hier, in dem Feuerlöscher. Oh ja, bitte. Hier. Gelöscht. Ah, jetzt habe ich den Glassplitter. Nee, habe ich nicht. Hab ihn dir befreit, Dr. Zwerge. Ich gehe dann mal hier lang. Keine Ahnung, wo es hier lang geht. Das ist derzeit ein Level, den ich kenne. Kann man die Lore hier nicht näher an das Kissen-Dingens dran machen? Dass man da hoch ja, kann, da oder? Da hinten, wo wir gerade durchgegangen sind, da ist ein Schalter. Mit dem kannst du es bewegen. Ach so, hier ist ein Knopf an der Tür. Da muss ich den anfassen. Bing! Tür geöffnet. Und Schalter. Da ist nicht viel passiert. Oh, stopp, genau dort. Jo. Sehr gut. Aber wie komme ich dann weiter? Müsste jemand den Hebel bewegen, während ich näher. Nein, drück den doch einfach mal ganz nach von dir aus dann gesehen rechts. Den Hebel. Einfach Wieso? Nach rechts drücken. Mach's einfach mal. Ich will da jetzt nicht viel spoilern. Das Level nennt sich Zerstörung. Aha. Zwergi, der alte Zerstörer. Ja, als nächstes ein Video über die CDU machen, ne? Mhm. Hab ich schon. Hast du noch nicht gesehen, Minecraft Arno. Reichmann. Doch, natürlich. Hab ich mal gemacht. Aber ich meinte eins mit 22 Millionen Aufrufen. Nein, mindestens. Das wird nix. Was? Jo. Warum startet bei mir jetzt auch die Musik? Was für eine Musik? Bei mir startet keine Musik. Klingt wie irgendwas zwischen Country und Rock. Da gibt's eine Musik hier, es gibt einen Soundtrack von diesem Spiel. Den habe ich leise gestellt, sehr leise. Weil ich den scheiße finde. Vielleicht ist das. Oh, ich habe einen Savepoint. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich habe einen Savepoint. Okay, das. Wo bin ich denn hier gelandet? Das kenne ich noch gar nicht. Keine Ahnung, du kannst dich in den Tod stürzen, dann bist du wieder mit einem Savepoint. Ja, aber das will ich nicht. Ouch. Ich bin hier gerade. Richtig, wo cool ist. Ich bin gefallen. Ich bin auf dem Kran. Oh. Nee, bist du nicht. Bauleiter hier. Nee, das ist eine Abrissbirne. Ich bin bei einer Abrissbirne. Gehen wir jetzt verschiedene Wege. Offensichtlich. Ich weiß jetzt nur nicht, wo man hier weitergehen soll. Ich meine, ich könnte jetzt das ganze Level skippen, aber das will ich eigentlich nicht. Komm zu mir, Molly. Aber das ist echt cool. Da denkt man, man kennt ein Spiel. Tja. Und ich bin da. Da bist du schon 100-mal. Ah. Hast du es schon 100-mal durchgespielt und kennst es trotzdem noch nicht. Ja, natürlich nicht.
Schon mal Witcher 3 gespielt? Nein. Noch nicht. Kommt ja auch bald für die Switch. Ja. Werde ich mir vielleicht irgendwann mal holen. Nicht zu Dienst. Autsch, mein Arm. Was man echt mindestens einmal gespielt haben sollte. Ich hab mich verrenkt, Modi. Ja, mach du mal das Rätsel. Ich gehe wieder aufs lustige Baustellenhaus. Mach das, ich komme hier nicht rüber. Bin zum Blödsinn zum Moment. Springen. Da sehe ich doch was. Hier ist irgendwas Gelbes hinter mir. Ach so, das ist die Lore. Und spring! Ich bin zu blöd zum Springen. Kommt Mini denn eigentlich heute noch dazu? Ich habe sie gerade eingeladen. Oh. Dann wirst du wohl, dann nee, wirst du wohl gleich mit dazu grade, kommen. Ich dachte, ich könnte das einfach wechseln. Ja! Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Und, nein! Ich falle. Abrissbirne? Kacke. Oder wo bist du? Wo wolltest du? Ja, ich bin noch vor der Abrissbirne, bei der Wand hier. Ich komme nicht weiter, ich bin zu blöd zum Springen. Du hast gerade Bink im Discord gemacht. Nini, nein? Ja! Oh, Nini, nein, kommt dazu. Oh Gott. Ein Weißer. Ein Weißer. Mach Dinge! Du bist ganz weiß, nein, nein. Geht's dir gut? Ich bin ganz blass, ja. Warum denn der Standard-Skin? Ich komme da nicht rüber. Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich war jetzt so in alle erstmal reingekommen. Ich habe das Spiel nicht einmal gestartet. Oh, also bist du auch neu. Ja, ja, ich bin auch ein Fisch. Musst du erstmal die Steuerung kapieren. Okay. Aber ich komme da nicht rüber, ich bin zu blöd zum Springen. Erstmal nochmal ins Hauptmenü zu gehen und einfach irgendwas aus dem Workshop kurz in 2 Sekunden runterzuladen. Ansonsten, ja, Standard-Skin ist halt langweilig. Okay, dann mal. Modi, ich bin zu blöd zum Springen. Hast du da irgendwie. Nö, das liegt daran, weil ich die Abrissbirne verlegt habe. Hast du da irgendwie eine Idee für mich, Modi? Ja. Moment. Ich bin zu blöd zum Springen. Ich bin einfach. Halt dich an der Birne fest, die ich dir gerade hinsteuere. Ja. Bin hier. Festgehalten. Hängst du? Ups. Nein. Noch. So, jetzt? Ja. Nein. Fast. Ich bin zu weit am Abgrund. Ich falle. Ach. Okay, ein Stück geht bestimmt noch. Hab's, da bin ich wieder. So, jetzt ist es sogar überm Grund. Das kannst du. Das schaffst du. Na. Komm. Na komm. Habe ich. Ein Arm steckt. Ein Arm ist dran. Okay, perfekt. Halt dich schön fest. Ja, bin drüben. Oder nicht. Oh nein, ich habe schon weitergemacht, praktisch. Da bin ich wieder am Anfang. Oh. Oder so. Oh. Da können wir auch durch. Ist auch eine Lösung. Ja. Wenn man da nicht drüber kommt, dann halt so. Wer schießt denn hier? Irgendjemand schießt hier mit Laser. Oh, ja, ich habe einen Stein geworfen. Das sah gerade so aus, als würde jemand mit. Oh, Mod auf YouTube. Da war gerade ein Nametag über deinem Kopf. Oh Gott. Du hast gerade ein Nametag über deinem Kopf, Modi. Einfach Pau drücken. Ich komm nicht hoch. Und ich häng zwischen Steinen. Jetzt hier drüben, aber die Tür ist zu. Geh auf. Ich muss erstmal einen Knopf finden. Geh auf. Ist und wahrscheinlich auf der anderen Seite. Das heißt, wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Na, der Hebel wird wahrscheinlich. Ach so, der Knopf ist da drin. Da hinten. Im Glaskasten. Machen wir das. Ich hab das Level echt lange nicht mehr gespielt. Oh, wir haben hier einen ganz langen Stein, den können wir benutzen. Ich komm hier hoch. Nein, bestimmt nicht. Sicher. Ich schiebe. Na komm. Egal, versuch mal den Stein hier wegzubringen. Na komm, vielleicht geht das dann. Modi. Oh, ich bin drüben. Jeder Stein. Hi, ich bin drüben. Ja, ich aber doch nicht. Du musst einfach erst mal hier den Stein springen. An der breiten Stelle hier hinten, da geht das perfekt. Na. Genau hier gegenüber von mir.
So. Dann kann man doch einfach rüberspringen, ohne Stein. Oder vielleicht können wir daraus auch eine Brücke bauen. Na, ich versuch's. Ja. Moment, ich komm wieder rüber. Mein Poppitz. Ich will's auf die schwere Art und Weise. Komm. Na, hopps. Der bewegt sich. Jo, ich schieb. Und ich kann nicht mehr schieben. Ich hänge jetzt am Rand. Ja, ich versuch's. Hab die Steuerung noch nicht hundertprozentig drin. Deshalb... Das ist der kleine Stein. Was passiert eigentlich, wenn man die einfach wieder runterwirft? Na, schiebe. Ich schiebe. Ist drüben. Nein, noch nicht ganz. Ich halte ihn. Na komm. Ich halte ihn fest. Perfekt, Moment. Dann spring ich neben dran rüber und dann ziehe ich. Na komm. Modi. Ich krieg das Ding. Komm schon. Ich kann nicht schieben. Ich häng schon am Rand. Hast du? Nein, ein kleines Stück noch. Ich schieb. Schon einbeinig hier drauf. Oh. Nein. Kacke. Ach, das passiert, der verschwindet. Ja Mensch, dann halt. Dann halt normal. Und hu, ha! Zu blöd zum Springen. Okay, Moment, ich mach die Brücke hoch. Ja, oder so. Ja. Ach so, da drüben die hier. Na. Hast du einen Stein mit? Nee, wozu brauche ich einen Stein? Ich habe einen Hebel. Um die Wand kaputt zu machen? Moment. Ich hol ihn. Du nur mit beiden Händen kriegen. Ich hol einen Stein. Bevor du das hingekriegt hast, komm ich mal hier. Achtung! Jo, geht doch. Das war ich. Das war mein Stein. Ach lol, man braucht nicht mal die scheiß Kiste. Das Glas reicht doch schon. So, nur. Ach so, die Tür ist offen. Moment, ist das hier einfach nur so ein Keil? Ja, nimm mal weg. Das ist tatsächlich nur. Und ich denke die ganze Zeit, wie soll man das denn schaffen? Indem man den Keil wegmacht. Ja, au. So wäre es auch gegangen. Autsch. Das sieht schmerzhaft aus. Du mein Kopf klemmt. Könntest du die Brücke anheben? Die Tür ist wieder zu. Ja, könntest du bitte die Brücke anheben? Ich hänge Oh nein, ich versuch's. Okay, alles gut. Das geht nicht. Bin schon da. Die Tür ist aber wieder zu. Da muss man... Ah, da muss man die Kiste reinmachen. Modi, mach mal wieder. Geh mal rüber und mach mal den Knopf. Sofort. Mach den Knopf und ich tu mal die Kiste dazu. Die Kiste auch den Knopf, aber... Ich hänge. Fleckt. Ja, bei mir auch. Entschuldigung. Ach, wegen Ninilan hat's gehackt. Ninilan ist ne... Ninilan, du Lecker. Okay, wir brauchen die Kiste. Die Kiste ist unten. Oh, Ninilan. Ninilan ist ne Magierin. Ja, das reicht. Mit blauer Haut. Hexe. Kommt er mit? Ninilan hat die Steuerung noch nicht ganz. Die Steuerung ist. Okay. Ich mach dann also, wenn du nach oben guckst und eine Seite klickst, dann streckst du den Arm aus. Oh, die Tür. Und dann einfach so und dann. Wir müssen einen von euch zurücklassen. Nö. Doch. Der Hebel ist blöd. Der Hebel ist nicht blöd, das weiß ich nämlich noch tatsächlich. Ach, da muss man eine dieser Stangen dazwischen machen. Autsch. Nein, die Stangen kannst du hinten hinklemmen. Hinter das Ding. Ah, dann mach mal. Sehr gut. Oder auch nicht. Aber warum geht das Ding jetzt nicht auf? Der Hebel noch nicht. Geh auf. Ah. Ha. Sehr gut. Da werden wir. Hebel, Schalter. Ich bin der Schalter. Hebel, Schalter. Ah, das ist die Tür. Also wir könnten jetzt natürlich cheaten, indem du einfach da stehen bleibst. Zu spät. Oder natürlich, wir machen den. Scheiße, den normalen Weg. Jetzt kann ich mit Schwingen hin. Na komm, ich stell mich auf den Schalter. Ich brauche eine Kiste.
Modi, werf die Kiste rüber. Werf die Kiste rüber. Eigentlich unnötig, aber mach das mal. Stimmt. Wo du sagst. Wir bräuchten eine Person, die den Hebel bewegt. Oh Gott. Wozu? Damit wir eine Person rüberbringen können und die Kiste einfach. Ich bin doch schon drüben. Fast. Fast, ja. Ich falle auch. Und? Ich mach den Hebel. Ich bin Hebelmann. Okay, dann springe ich. Oh Gott. Vorausgesetzt, ich krieg das mal hin. Ich hänge unten. Hallo. Nee. Das sollte keine Werbung sein. Das war einfach die Kombination von Tasten, die ich jetzt gekriegt habe. Was? Ich habe nicht zugehört. Ich habe gerade gesagt S A W. Das ist keine Werbung. Gibt doch noch Radiobrocken. Reichssägeblätter? Oh. Ich seh schon. Na komm, zieh mich hoch. Okay. Zieh mich hoch. Ich hänge hier gerade selbst nur an einem Hebel. Ich kann nicht loslassen. Ich klebe fest. Schwingen. Ich klebe an dir fest, Modi. A und D. Schwing mit A und D auf festen Grund. Geht bitte. Nicht. Ich klebe. Ich kann mich nicht mehr halten. Ah. Wir fallen zusammen. Zusammen. Ah. Hebel? Wohin muss der Hebel? Modi. Ja. Einfach wieder zurück. Ja, genau. Ja. Hab ich. Sehr gut, die Kiste. Nein. Erst drauf stehen. Einfach auf den Knopf. Nein. Stehen bleiben. So. Ach ja, das geht. Und. Kiste. Ich glaube, ich habe da was verkackt. Ein bisschen, ne? Ah, verdammt. Ninlein, lass die Kiste stehen. Jetzt weiß ich endlich, woran mich das Skin erinnert. An was? Das ist übelst Herr Newstime. Herr Newstime? Ach, mein Skin. Aber übelst. Richtig mit. Wenn er seine Glatze verstecken will. Ja, gut. Das ist ja weniger beabsichtigt. Danke, Shimin. Sieht aber echt übel so aus mit dem Anzug. Soll aber nicht. Moin. Da wäre ich wieder. Sieht gar nicht aus wie Herr Newstime. Hilfe, wo bin ich? Was, wie, was? Was ist passiert? Und das Erlebnis wollte ich keinem von euch nehmen. Ich habe eine Errungenschaft. Ich habe eine Lawine. Ich schlag einfach einmal mit dem Stein dagegen und mach den Weg. Typisch. Ja. Hier rüber, ja komm. Und ja, komm, ja, komm, hier. So. Na, hoch hier. Ah, ich werd überrollt. Mitten reingelaufen. Autsch. 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 Das war schmerzhaft. Oh, das ist eine Wand. Da ist eine Wand. Und da ist jetzt die Passage, von der ich bis heute keine Ahnung habe, wie man das wirklich lösen soll. Dann werden wir es jetzt herausfinden. Vielleicht so. Ich spiele ja normalerweise nur im Singleplayer, von daher. Hast du da drüben einen Checkpoint? Nein, da habe ich keinen Checkpoint, leider. Springe mit der Leertaste? Nein. Falls du es noch nicht rausgefunden haben solltest. So.
Okay. Oh, darüber. Ab. Modi, du findest heute heraus, wie das geht. Nein, hilf mir. Ich mach die Türen auf und zu. Ach, verdammt. Okay. Puh, ich bin drüben. Ich hab ne Kiste. Was machst du hier? Moment, ich kann euch, glaube ich, was zum Rüberschwingen runterholen. Nein. Halt fest. Zieh hoch. Modi. Er kann uns nicht hochziehen. Nein. Aber ich kann die Tür öffnen. Hilfe. Yeah. Ich sehe nichts. Ich hänge gerade sehr cool über der Kiste. Ich halte dann mal hier weiterhin die Kiste. Ich halte hier dann mal die Kugel fest, okay? Okay, ich hab's fast und... Okay. Tür ist auf und ich hole euch den Checkpoint. Okay, die Tür ist nicht auf, weil ich die Kiste falsch gestellt habe. Lass mal los. Und was mache ich jetzt mit der Kugel? Ja, lass mal los. Ich will was tun. Und ich hab den Checkpoint. Safe Point. Ja. Ich komme. Einfach direkt umbringen, wenn man weiß, man kommt zurück. Jo, so muss das sein. Oh. Jetzt kann man ja so. Nicht richtig schwingen, ey. Wo ist denn das Ende von diesem Level? Das kommt demnächst. Ich glaube, es sind noch zwei Rätsel. Die gehen aber relativ schnell. Ja. Da. Okay, spring. Nein. Verkackt. Okay, wo ist die Kiste? Die Kiste ist oben. Das heißt, ich gehe hier hoch. Schwing so, wieder steh auf, Zwergi, steh auf. Und... Hops. Ich weiß gar nicht, wo ich die anderen habe. Modi! Hilfe! Ich bin beschäftigt! Na, dann falle ich. Komm. So, steh auf. Und lauf, kleiner Zwerg. Lauf und springt. Ist das eigentlich ein Jump and Run? Theoretisch schon. Was steht denn eigentlich in den Videobeschreibungen? Also in den nicht Videobeschreibungen, Spielbeschreibungen. Ich glaube Brezel Jump'n'Run oder sowas. Also doch ein Jump'n'Run. Steh auf. In gewisser Weise, also zumindest das Azteken und die meisten Workshop-Level sind. Ja, ich bin drüben. Knopf. Da können wir durch. Okay. Oder einfach so. Aber ich komme nicht hinterher. Ich bin gefangen. Einfach fallen. Och Mann. Ja, jetzt haben wir halt das Rätsel geskippt. Moment, die Platte muss drauf. Oh Gott! Da wäre ich wieder. Jetzt habe ich die Platte voll in die Fresse gekriegt. Und so habe ich meine Freunde vorgelassen. Da habe ich mich geopfert. So. Nein! Nein! Mach die Dinger wieder runter! Wie denn? Nach dem Leben nach unten! Ich versuch's. Na, runter mit dir. Runter. So. Drauf. Ja, es wird was. Andere Seite ein bisschen höher. Jetzt! Wunderbar! Und ja. Hinauf. Halbe Höhe, glaube ich nur. Sonst kommen wir da nicht hoch. Ja, so. Das müsste reichen. Versuch's mal. Ja. Und. Oh Gott. Ich hänge am Träger. Ich hänge unter der Platte fest. Passiert. Einfach so. Na. Okay. Je müder und geschaffter ich werde, desto
desto weniger verstehe ich die Störung hier. Desto mehr Probleme kriege ich mit dieser Störung. Ja, das ist richtig. Na, komm ja. Hoch. Und jetzt noch das gelbe Ding runterwerfen. Ach Mensch. Damit das Glas zerstört. Au. Ach du Schande. Au. Danke für den Tritt. So. Na. Oh, jetzt habe ich den Hebel abgerissen. Oh, Chef. Ich will mitkommen. Perfekt. Oh Gott. Ich komme nicht ran. Level geschafft. Naja, mehr oder weniger. Loading. Ah, das beste Level. Nee, das machen wir heute nicht mehr. Nee. Ich würde mal sagen, wir beenden diesen Part an dieser Stelle. Modi. Oh, das Vergnügen, aber schön. Ja, machen wir nächstes Mal weiter. Ja. Home and Far Flat. Ja. Na dann. Modi, willst du noch was sagen? Nö. Dann, ja. Dann bis denne und ciao, ciao. Lass ein Abo bei den Kanälen da. Und mich nach oben. Ciao, ciao.